Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Read Skyrim und wir sind hier noch immer im Bellator's Laden in Weißlauf, weil wir hier die ersten drei Bücher, Bände finden von der Biografie der Königin Barentia. Sorry, wir haben das erste schon gelesen und fangen jetzt mit dem zweiten Band an, ja. Der erste Band dieser Reihe erzählt die Geschichte von Barentias Herkunft. Sie war eine Erbin des Thrones von Gramfeste, bis ihr Vater gegen seine Majestät Diva Septim den Ersten rebellierte und Unheil und Zerstörung über die Provinz Moorwind brachte. Vor allem dank der Güte des Kaisers wurde das Mädchen Barentia nicht zusammen mit ihren Eltern getötet, sondern vom Grafen Sven von Finstermoor aufgezogen, einem loyalen Vertrauten des Kaisers. Sie wuchs als schönes und frommes Kind heran in der sicheren Obhut ihres Beschützers. Dieses Vertrauen wurde von einem heimtückischen Stallburschen ausgenutzt, ein Waisenjunge, der auf Graf Svens Anwesen arbeitete. Kurz nach ihrem 16. Geburtstag brachte er sie mit Lügengeschichten dazu, mit ihm aus Finstermoor zu fliehen. Nach vielen Abenteuern unterwegs ließen sie sich in Rifton nieder, einer Stadt im Himmelsrand nahe der Grenze Moorwinds. Der Stallbursche Kumar meinte es aber nicht böse. Er liebte Barentia auf seine eigene, selbstsüchtige Art und hielt Täuschung für das einzige Mittel, ihre Bindung an sie zu festigen. Sie empfand allerdings lediglich Freundschaft für ihn, aber er hoffte, dass sie eines Tages ihre Meinung ändern würde. Er wollte einen kleinen Hof kaufen, sich niederlassen und eine schöne Ehe führen, aber zu dieser Zeit verdiente er kaum genug, um sie beide versorgen und unterbringen zu können. Nach kurzer Zeit in Rifton freundete sich Kumar mit einem dreisten, niederträchtigen kadschitischen Dieb namens Theris an, der vorschlug, in das Haus des kaiserlichen Kommandanten im Herzen der Stadt einzubrechen. Theris sagte, er habe einen Kunden, einen Verräter des Kaiserreichs, der gut für alle Informationen bezahlen würde, die sie dort fänden. Barentia belauschte zufällig das Gespräch und war entsetzt. Sie stahl sich aus ihrer Unterkunft und lief voll Verzweiflung durch die Straßen Riftons, hin und her gerissen zwischen ihrer Loyalität gegenüber dem Kaiserreich und der Liebe zu ihren Freunden. Schließlich siegte die Loyalität gegenüber dem Kaiserreich über persönliche Freundschaften und sie begab sich zum Haus des Kommandanten, offenbarte ihre wahre Identität und warnte ihn vor dem Plan ihrer Freunde. Der Kommandant hörte sich ihre Geschichte an, lobte ihren Mut und versicherte ihr, dass ihr kein Leid geschehen werde. Er war niemand anders als General Symmachus, der das Land seit ihrem Verschwinden auf der Suche nach ihr durchkämpft und hatte und gerade erst in Rifton angekommen war. Er nahm sie in seine Obhut auf und informierte sie darüber, dass sie keinesfalls verkauft, sondern als Königin von Gramfeste eingesetzt werden sollte, sobald sie 18 Jahre alt sei. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte sie bei der Familie Septims in der neu erbauten Kaiserstadt leben, wo sie die Grundlagen des Regierens erlernen und dem kaiserlichen Hof vorgestellt werden sollte. In der Kaiserstadt freundete Barentia sich mit Kaiser Diva Septim an, der sich in den mittleren Jahren seiner Herrschaft befand. Divas Kinder, vor allem sein ältester Sohn und Erbe Pelagius, liebten sie wie eine Schwester. Die Balladen dieser Tage rühmten ihre Schönheit, Reinheit, Klugheit und Gelehrsamkeit. Zu ihrem 18. Geburtstag kam die ganze Kaiserstadt, um den Abschiedsfeierlichkeiten vor ihrer Rückkehr in ihr Heimatland beizuwohnen. So betrübt sie auch über ihre Abreise war, so wussten doch alle, dass sie für ihre glorreiche Bestimmung als Herrscherin des Königreichs Gramfeste bereit war. Okay, Leute.
ein gutes, mittelgutes Ende des zweiten Bandes. Bin neugierig, was der dritte Band uns da so erzählen wird. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Toso. Ciao.